Gut, und zum Schluss eine kleine Demonstration, ein kleines Verbindungsexperiment. Wir werden versuchen, etwas Physisches mit Ihnen zu machen. Natascha. Ich bin bereit. Geben Sie sie uns danach zurück? Ja, natürlich. Ist ganz einfach. Sie werden an eine Körperbewegung denken. Das kann zum Beispiel so sein, Sie machen so mit der rechten Hand das Victory-Zeichen. Sie können auch James Bond so machen. Wir stellen uns eine Bewegung mit dem Körper vor. Haben Sie das im Kopf? Ja. Okay, wir stellen uns gegenüber auf, sodass man uns sehen kann. Hier ist es gut. Ich weiß nicht, ob es für die Kamera gut ist, ja oder nein. Okay. Das ist gut. Schließen Sie die Augen und halten Sie sie geschlossen. Und dann werden Sie denken an eine Position in Ihrem Kopf. Natascha, denken Sie stark darüber nach. Nun werde ich auf zwei zählen. Und auf zwei werden Sie die Position einnehmen, die Sie im Kopf haben. Eins, zwei. Sehr gut. Halten Sie Okay. die Augen geschlossen, kommen Sie zurück. Jetzt denken Sie an eine zweite Position. Anders den Sie wollen. Ist es gut? Haben Sie es im Kopf? Denken Sie Ja. darüber nach. Jetzt tun Sie es einfach. Das kann nicht sein. Okay, sehr gut. Halten Sie die Augen geschlossen. Wir machen es noch einmal. Denken Sie an eine dritte Position, etwas, das anders ist. Was auch immer Sie wollen, aber etwas anderes. Okay. Nehmen Sie Ihre Position ein. Öffnen Sie die Augen und drehen Sie sich um. Sehen Sie mich an. Und die anderen auch? Er hat genau das getan, was du getan hast. Vor dem, was du dachtest. Und in dem Moment, in dem er dich bat, es noch einmal zu tun, war er bereits in der Position, die du dir vorgestellt hast. Das ist verblüffend.